Geiler Arsch, Mann. Okay. Alles okay bei dir? Ja, wie heißt du? Morant. Ach so, du bist Moran. Ich habe heute eine Aufgabe für dich. Eine Aufgabe. Was denn? Ich muss dich an einen Kali-Typen verkaufen. 100.000. Was? Wir machen 500.000 each. 50.000 each. Wie verkaufen? Ja, du musst ein bisschen mit dem chillen, so. Nur reden. So, du musst ihn halt Wer? sagen. Und wenn er mehr will, dann sagst du halt einfach, nee, will ich nicht. Und dafür kriegen wir 50.000. Okay, wer? Ich habe keine Ahnung. Ist eine ziemlich private Frage, so, ne? Aber Ja. darf ich einmal an deinem großen Onkel lutschen? Was ist mein großer Onkel? Was ist? Ein großer C. Ach so. Stehst du darauf? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, jeder fängt mal damit an, weißt du? Erfahrung sammeln. Und darfst erstmal nur gucken. Nur gucken. Und wenn wir später allein sind, darf ich lutschen? Weiß ich nicht. Die Arme, Dicker. Mein Onkel, mein Onkel, der hat eine Okay. Überdosis genommen, bitte. Bitte helfen Überdosis, Sie ihm, okay. ja. Was hat er genommen? Ich weiß es Ich nicht. glaube Heroin, Mann. Kokain, Heroin, irgendwas, ich weiß es Heroin, nicht. ja. Er Helfen Sie atmet ihm. noch, Puls ist auch in Ordnung. Oh. Kriegen wir ihn. Was passiert, mein Bester? Wallahi, hast du dir schon mal Baklava mit Koks geballert? Weißt du, Ja, wie das schmeckt, Habibi? hast bisschen übertrieben, Wallah. ne? Ja, Mhm. ein bisschen, ein bisschen. Ja, wie geht's dir jetzt? Ja, geht so, Habibi. Ich habe ein bisschen Kreislaufprobleme. Okay. Ansonsten berauschend, ne? Ja, berauschend, Habibi. Vertrau mir, das ist die neue Wave, Habibi. Koks mit Baklava. Wer hat dir Baklava mit Koks gegeben? Hier, Kaffee Libanon? Ja, genau. Okay, habe ich mir schon gedacht. Habibi, das war heftig. Wallah, ich habe noch nie so einen Nachtisch. Hast du mal Brownies mit Crack probiert? Nein, aber klingt auch Boah. sehr anlockend. Ja, Ist mit geil, Alter, Hasch ist ja, aber geil. mit Crack, Alter, nee, nee. Ja, Habibi, das mit Hasch, das ist doch anfängerfreundlich. Was Ja, laberst du, Mann. Wallah? So respektlos, ja. Habibi, du hast aus Los Santos Rocket League gemacht, an meiner Chatten. War doch vernünftig. Was war deine Chance? Nimm sie beide! Soll ich Hose noch ausziehen? Lass sie Ja, los! komm, zieh aus, Jacke. Hey, Dankeschön. lass das mal. Ah, Hey, schön. Salam Hi, alaikum! ja. Salam, Wenn ich. Oh, die Limo, Truppe deck hier, doch Leute. auf, Voice Cracks. Habt ihr Da gesagt, kommen ist alte nicht. Erinnerungen hoch, Jungs. Anna, warst du heute schon in der Fissfabrik? Weißt du, soll ich in die Ja, sie war, sie Fischfabrik? war, sie war, sie war. Okay, alles Machen. gut. Nee, alles Ich gut. lasse Alles Fische gut, liefern, Anna. wisst ihr? Ah, ja, okay. Ja, Anna, was wie kann ich geht's für euch dir? tun? Ein Menü, Ein genau. Menü, Menü. wie viel? Sind normalerweise 2.500. Und ich glaube, ich habe euch wahrscheinlich 2.000 angeboten, würde ich sagen, ne? Dein Kollege wollte uns übers Ohr ziehen. 2,3 hat er gesagt, für 200. Ja, gut, aber das ist Verhandlungsbasis. Ihr geht doch bestens zu der Chefin, oder nicht? Ja, aber schau mal, Anna, du musst verstehen. Ja, Wir kennen uns ja schon lange, Anna. Schau natürlich. mal, wie abgemagert wir sind, Habibi. Wir leben hier auf Straße, wir sind Straßenkinder. Wir haben kein Geld, nichts, Habibi. Ich weiß. Lass wir nicht irgendwas machen, Anna. Wie das erste Mal, wir sind hier neu, wir müssen aufbauen, Habibi. Warte mal, dein Herz, ja? Ich Ich kann habe nicht ein Herz, essen, glaub meine mir. Kinder zu Hause haben kein Geld, nichts, Habibi. Ich Ah, da ist Seit der 3 Tagen nichts Hunger. gegessen, weißt du, wie abgemagert wir sind? Ali, ich geb dir einen Job. Ich geb euch allen einen Job, euch Jungs. Aber wie es uns abgeht, wir müssen doch selber um unsere Hund kümmern. Wir können doch nicht so viel machen. Echt? Und. Ich habe letztes Mal gegessen am Ramadan. Was soll Was? ich machen? Ich bin kurz vor Sterben. Wir Ich müssen muss jeden irgendwas. immer fragen nach Wasser, Oder nach wir kennen uns schon Essen. so Meine lange. Schuld. So lange kennen wir uns schon, Anna. Ich mache euch einen Vorschlag. Können wir nicht irgendwas Ihr für dich braucht Geld, erledigen oder oder? so? Ihr Ja, braucht Geld. wir brauchen Geld. Ich mache euch einen super Deal. Hört zu. Ja? Ihr kriegt exklusiv die Möglichkeit, wenn ihr mir Fisch bringt, kriegt ihr 250 pro Fisch. Und ihr macht pro Stunde um die 47.000. Wenn das nicht genug ist, weiß ich auch nicht. Super. Siehst aus, ob ich angeln kann? Ha? Ja, Ich kann du vielleicht verdienst mehr als Frauenangeln, auf der aber. Metallroute. Anna, hör mal Anna. zu, Anna. Ich bin seekrank, ich kann nichts auf diesem Wasser gehen. Ich bin eine seekranke Frau. Oh. Und Wenn ich er kann nicht rausgehe, schwimmen. mir wird schlecht. Er kann auch nicht Wallah, schwimmen. Stell dir vor, das Boot wackelt. Er kann nicht schwimmen. Dann, aber dann machst du das. Guck mal, wie dünn ich bin. Ich kann kein Angel hacken. Dieser Okay, Fisch, der wir bringt gehen nicht rein. fischen. Genau, okay, fischen. Das ist zu schwer Anna, ich für habe ihn. ja noch einen anderen Anna, wir Job. sind schon so abgemagert, wenn wir fischen gehen. Das Fisch zieht uns ins Wasser, weißt du? Oh, weißt du, Anna, Victor? die Fische Guck fischen ihn mal uns, an! die angeln uns, Anna! Die Guck Fische ihn an, guck holen ihn uns an! aus dem Meer, aber dann schafft ihr Guck den an, der sieht. Anna, ich hab's echt vermisst, du bist eine gute Mann.
ein gutes Herz. Besteht auf Voice Crack. Lass jemanden verkoppeln, dann haben wir eine super Nummer. Hey Anna, bist du immer noch interessiert am Voice Crack eigentlich, Anna? Nein, ich habe einen Freund neuen. Wer? Dieser alte Sack? Der uns abziehen wollte. Loco? Nein, Abdi heißt er. Ja. Abdi? Ja, natürlich. Abdi, ich komm nicht mehr. Was ist so schlimm an Abdi? Der ist lieb. Passt perfekt zu dir, dieser Abdi. Digga. Einfach Abdi, Digga. Alles okay? Hat er was mit Delara? Wusste ich gar nicht. Nee, Delara war die im Wagen. Ist egal, das ist eine andere Sache. Warte mal, wie heißt dein Freund? Entschuldigung, hallo? Mein ja, Bester, du bist auch gerade, wir müssen gerade was erledigen. Warte mal, Anna, wie heißt dein Freund? Hab ich doch vorhin gesagt. Ja, wer nochmal? Abdi. 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 Natürlich kennen wir Abdi. Abdi ist der Manager vom Casino. Ja, ich kenne Abdi. Ja. Ich habe mal so ein Video von ihm gesehen. Ja, ja. Echt? Das ging voll viral, ja. Also schau mal, Anna, hier kann man dann auch Jetski fahren und so, weißt du? Ja, natürlich, das fühle ich. Genau, Anna, genau. Kannst du fragen, ob Abdi noch Kontakt hat zu den Mädchen, zu die Lara? Warum soll ich ihn das fragen? Nur so? Sag mal, wie lange kennst du denn schon Abdi? 3 Wochen. Kannst du noch? Was kann ich noch? Ja, ob du noch kannst. Ich kann mir immer. Ah, okay. Ich muss fragen, ob er immer kann. Ich würde sagen, ja. Ja, er hat ja die Frage nicht gestellt. Das ist ja das Ding. So, willst du jetzt kaufen? 15.000. Ja, ich will kaufen. So viel. Weißt du die, Johnny? Ich geb's dir, ja. Yeah. Okay. Okay, das ist anders verpackt. Wunder dich nicht. Aber das ist ganz normal Gras. Gib mir das Geld. Das ist kein Gras. Das ist Gras, Mann. Rauch es gleich, dann siehst du es. Gib mir mein Geld. 15.000, Mann. Wir haben über 15.000. Ach so, 15.000, ja. Ja, besser ist es, Alter. Was und der geht richtig gut rein? Ja, probier mal. Ei! Und, ich seh nichts mehr. Ist gut, Alter. Ich sag. Ja. Dings, zahlst du noch für die eine Frau, die ich dir gegeben habe, die dir eingeblasen hat? Was? Die eine, die dir eingeblasen hat, kriegt aber auch noch Geld. Mir hat niemand eingeblasen. Ja, das ist der Punkt an der ganzen Sache. Jetzt mach dir mal Gedanken. Die einzige Frau, die mir eingeblasen hat, war deine Mutter. Ja, weißt du, wie ich meine? Sie hat die wenigstens... Ja, na, weißt du, ja, ist Grove Street. Sie hat dir eingeblasen, ja, weißt du, was deine Mutter alles gemacht hat? Verdammt, wenn du wüsstest, was deine hure Mutter alles gemacht hat. Was hat denn meine Mama alles getan? Erzähl mal. Wenn du wüsstest, halb lass Sonntags war eine dran. Das stimmt nicht, Mann. Ich kenne meine eigene Mutter nicht mal. Ja, deswegen ja. Ja, dann ist mir egal, was die Mutter wird so oft rumgereicht, Alter. Und so. Deine Mutter kennst du. Und so demoliert, Mann. Du weißt gar nicht mehr, wie die aussieht. Nein, warte mal. Deine Mutter ist eine dreckige, weißt du? Die steht so auf Fesselspiele und so. Fesselspiele? Ja, die war so crazy, dass ich da selbst raus war, Mann. Ja, die stand so auf Couch und so, weißt du? Perfekte Scheiße. Deine Mutter hat sich beim Würfelpark an den Ampel angekettet und hat sich durchnehmen lassen. Von jedem einzelnen Typen, der da rumgelaufen ist. Weißt du, wer in der drin war? Pinguin war in der drin. Pinguin war in deiner Mutter, Alter. Also mach dir Gedanken, du Penis. Ey, willst du vielleicht Drugs kaufen? Na, Bruder, na. Nicht so mein Stuff, ja? Weed? Nee, das eher, Homie. Hast du davon was, Mann? Ja, natürlich. Ja, davon brauche ich was, Mann. Was kostet ein J-Joe? 10.000. 10.000, Bruder, ist der mit mal ganz kurz. Komm mit mir mit, du kleiner Drecksack. Ey, was machst denn du so, Alter? Was soll denn das? Ja, komm mal mit, du kleiner Drecksack. Alles gut. Alter, euer Anwesen riecht davon hin, wird voll nach Scheiße. Weil deine Mutter vorhin hier auf dem Klo war, nachdem sie durchgenommen worden ist von 3 Jungs. Fickte Scheiße. Und deswegen riecht die ganze Bude? Ja, natürlich, Mann. Die hat aufs Bett geschissen. Ja, natürlich, Alter. Hat sie eine Holz gemacht, Alter. War auch richtig und richtig, Alter, bei dem Scheißanwesen. Hätte ich auch gemacht. Ja. Ey, guck mal. Ich helfe dir jeden Tag. Ja. Mann, hör mir zu, ja? Erstmal lass mich los, Alter, ich kann gar nicht richtig mit dir reden. Nimm die Knarre weg. Du kannst mit mir reden. Mann, leg die Knarre weg. Du kleiner Ekliger, du Schmieriger, du Ekliger. Nee, Mann, leg doch die Knarre weg, Mann. Und dann will er noch Business machen mit Kokain vor meinem Anwesen. Mann, leg doch die Knarre weg, Mann, damit wir reden können. Ja, jetzt hörst du mir mal zu, du Ekliger, okay? Ich glaube, wir sind cool miteinander. Aber sowas macht man nicht. Guck mal, hör mir zu. Kennst du noch... Guck mal, du kennst du noch von unserem alten OG-Anwesen, ja? Ja? Du kennst es ja noch. Ja, ich kenn das. Du weißt doch noch, als wir ganz vorne bei den Büschen, links eher. Ja? Ja, bei den Büschen. Wenn man die Treppe hochgeht, an der Seite. Ja?
Oben ist doch, oben, wenn man weiter geradeaus geht, ist doch so ein kleiner Steg. Ja? Und diese Bank da, ja? Richtig. Da habe ich deine Mutter geballert. Du kleiner dreckiger Wichser. Soll ich dich jetzt hier ficken oder später? Mann, was willst du von mir, Mann? Leg mal die scheiß Knarre weg, Alter. Rechtfertige dich. Den Mutterspruch, okay? Den kriegst du noch später drauf. Okay. Wofür soll ich mich rechtfertigen? Ja, warum wirfst du vor meinem Anwesen jemanden ab? Okay, ich rechtfertige mich, okay? Ich war betrunken in dem Moment. Ich war betrunken in dem Moment und ich hatte keine Kontrolle über mich und du weißt, sie war halt nackt und dann habe ich sie halt durchgenommen. Ich rede gerade vorm Anwesen wegen dem Abwerben nicht. Ach so, das meinst du. Ja, das war was anderes. Guck mal, setz dich mal hin. Okay. Ja, chill, Mann, chill. Ich bin so gutmütig mit dir. Ich gebe dir jeden Tag deine Scheißwaffen. Wofür sollte ich mich jetzt nochmal rechtfertigen? Für deine Mutter die Sache oder fürs Anwesen? Ja, ich weiß, du fängst dir gleich so eine Kugel, du kleiner Schwanz, du. Nee, aber jetzt eine Frage. Okay, eine Frage. Nur eine Frage. Hörst du mir mal zu, du kleiner Wichser, okay? Ich helfe dir jedes Mal, weil ich weiß, wo ich herkomme, okay? Yeah. Ich gebe dir diese scheiß Waffen, okay. Werfe ich die sogar gefühlt hinterher. Okay, hör mir zu, ja? Bei der ganzen Sache, ja. Ich stelle mir nur eine Frage. Die wäre? Wie geht's dir? Egal, was du versuchst, was du probierst, du kannst mich nicht brechen. Ich bin unbrechbar. Wenn du es schaffst, mich zu brechen, okay, Sosa? Dann darf ich nochmal deine Mutter auf der Parkbank ballern? Dann darfst du alles tun, was du möchtest. Aber du kannst mich nicht brechen. Nichts auf dieser Welt hat mich bis jetzt zum Brechen gebracht. Nichts? Nichts. Und wenn ich dir per Post den Schlüpper deiner Mutter schicke? Ich bin tiefenentspannt. Ist nicht schlimm. Dann schicke ihn mir zu. Ich hoffe, das macht dich gerade richtig sauer. Was macht mich sauer? Nichts macht mich sauer, Mann. Ich bin tiefenentspannt. Okay, Tamam, du hast alles auseinandergenommen hier. Ah, scheiße. Leg dein scheiß Handy aus. Ah. Du kannst alles probieren, was du möchtest. Du hast 24 Stunden Zeit, mich zu brechen. Wenn du es schaffst, mich zu brechen, mich zu triggern. Was? Wenn du es schaffst, auf wirkliche Art und Weise mich zu brechen. Alles gut, lass ihn schnarchen, Jungs. Er ist vielleicht müde. Alles in Ordnung. Lass ihn schnarchen, vielleicht ist er müde, so, wisst ihr? Ja. Schubst du eine Karriere irgendwann. Ja. Oh. Ah, du kleiner Wichser. Du kleiner Wichser, hä? Hat's wehgetan? Ja, na, wie hat sich's angefühlt? Ja, ist auch so geil, schießt nochmal. Ja. Was? Du kannst so viel schnarchen, wie du willst, okay? Du kannst so viel Flappy Bird spielen, wie du möchtest. Du kannst mich so oft fragen, wie geht's dir, wie du möchtest. Du kannst alles probieren, was du möchtest. Ich bin unbrechbar. Hey Jungs, welche Mayonnaise findet ihr besser? Bei Burger King oder McDonald's? Was sagt ihr? Jetzt, wo wir unter uns sind, Burger King. Nein, sagt ihr ehrlich, McDonald's hat bessere Mayonnaise. McDonald's besser. Also wer McDonald's sagt, also scheiß mal drauf, wirklich, scheiß mal auf Burger King oder McDonald's. Wo sind wir denn hier gerade? Fuck, Alter, einfach mein Highschool. Du hast eine ganz einfache Geschichte. Du machst keine Geschäfte mehr von meinem Anwesen, okay? Ja, Jungs, hört ihr auch dieses um? Du willst die Tour. Bring mir vor oben Baseballschläger, Jungs. Bring mir einen Baseballschläger. Ey, warte, hier was anderes. Hier, komm mal hier. Hoppa. Ja, gib's mir sofort. Nein, ich brauch irgendeinen Schläger. Ich brauch irgendwas zum Zuschlagen. Wolfgang! Machst du noch Therapiesitzungen? Ab und an, was ist denn los? Du sollst hier eine Therapiesitzung geben. Erzähl mal über deine Probleme, Seng. Also, warte mal. Angefangen hat es damals, dass er... Guck mal. Er wurde damals in den Arsch gefickt von dem Typen mit einer Einhornsmaske. Das hat sich dann so in sein Gehirn verbrannt, dass er sich dachte, ey, ich zieh mir eine Einhornsmaske auf und der läuft durch die Gegend und macht... Ah, deswegen ist er immer so rumgelaufen. Ja. Ja, okay, erzähl weiter, ja. Und du kennst ja noch die Zeiten. Ja, normal. Und gerade als ich unten im Keller war, meinte er zu mir, er will wieder so in den Arsch gefickt werden. Ehrlich? Ja, sehr gut, dann komm her. Fick dich einmal, wir bringen das hinter uns, ja? Nein. Aber er hat Grinsen auf dem Backen, ich glaube, er will. Ich glaube auch, er will. Ich muss mich hinlegen. Du hast direkt so einen Sessel. Ja, sehr stark. Natürlich. Ich lass mich mal kurz. Okay, setz dich mal hin. Es ging eigentlich relativ früh los. Was ging früh los? Sagen Sie mal so, ich wurde immer sehr schnell auf die Palme gebracht. Man hat immer versucht, so Knöpfe zu drücken, so weißt du, um mich sauer zu machen. Mhm. Die haben versucht, so, dass ich schnell wütend werde, dass ich direkt meine Waffe zücke. Hast du deine Waffe denn auch immer gezückt? Ja, das habe ich tatsächlich. Du hast eine Glatze? Ja.
Wir sind hier gar nicht bei dir, bei mir. Ach. Wir sind bei dir. Ja, bitte erzähl weiter. Ich bin sehr, sehr stark aggressiv geworden. Und das wollte ich nicht. Das war also niemals meine Absicht. Dann habe ich tatsächlich angefangen, mir so meinen Stresspunkt festzustellen. So, dann habe ich auch mir so einen Stressball geholt. Und dann habe ich so, ich habe immer mehrere Sachen. Ich habe entdeckt, so ich kann manche Wörter gar nicht aussprechen. Zum Beispiel, ich kann nicht Schnarchen aussprechen. Ah, du bist Analphabet, das ist gar kein Problem. Nein, das nicht. Ja, das nein, nicht. Warte mal, meine Analyse, was sagt deine Analyse? Meine. Yeah. Ah, der Mann hat irreparable Schäden und die können wir nicht beheben. Red mal ein bisschen weiter, Analyse. Ja, jedenfalls kann ich Schnarchen nicht aussprechen. Ja. Und ich benutze anscheinend das Wort jetzt. Jetzt hat. Ah, erzähl weiter. Aber das ist doch gängig, oder? Nein, eigentlich nicht, aber erzähl weiter, alles gut. Es ist nicht gängig, benutzt man das nicht oft? Ja, ich hatte sehr lange zum Beispiel auch eine Freundin, beziehungsweise eine Verlobte. Und ich glaube, danach bin ich zu dem geworden, der ich jetzt bin. Ich bin jetzt tiefenentspannt, mich kann nichts sauer machen. Ja, ich bin absolut tiefenentspannt, ja. Also, mich bringt nichts auf die Palme und das war's dann auch soweit. Ich hab gleich die Berechnung fertig. Erzähl mal ein bisschen weiter, bitte. Über deine Freunde. Die hat mich auch ziemlich oft auf die Palme gebracht, tatsächlich. Warte, ich hab's! Ja? Erzähl. Meine Berechnungen sagen, das ist ein ganz klarer Fall für Hurensohn. Ja, das kann ich mal so unterstreichen. Das hab ich auch raus. Aber erzähl mal weiter, vielleicht ergibt sich was. Was sind die Ergebnisse? Es gibt noch keins. Ja, was hat Deutschkick gesagt? Du hast einen kleinen Pimmel. Also, ich fragte dich wegen True. Ja, weißt du? Leg dich nochmal... So, der Druck ist wieder raus. Guck mal, ich komme hierher, hole einen Therapeuten für dich. Es ist eine Offensichtlichkeit, dass du... Er hat mich Hurensohn genannt! Warte mal, es ist eine Offensichtlichkeit, dass du hängen geblieben bist. Es ist offensichtlich, dass du hängen geblieben bist. Daran ist ja auch nichts schlimm. Ich habe ja extra einen Therapeuten. Du kannst mich nicht sauer machen. Warte mal, ich habe ja extra einen Therapeuten für dich. Guck mal, aber sowas geht nicht klar, dass du meinen Therapeuten umhaust. Obwohl ich dir helfen will. Nein, die Scheiße mache ich nicht. Moment mal. Mann, Mann, Mann.